man hat schon ein komisches Gefühl, wenn man so nah am Wasser steht, finde ich. Ein bisschen Angst, glaube ich, ja. Das ist quasi die Sommersaison komprimiert auf 4 Tage. The safety first, das ist jetzt die Zeit, wo die starken Orkane kommen. Wir haben auch schon einige hinter uns. Hörnum, die Südspitze der Insel Sylt. Der Wohnmobilstellplatz direkt hinter der Düne hat zwischen den Jahren nochmal Hochsaison. Platzwart Dieter Mordhorst bekommt einige Anmeldungen ein Jahr im Voraus. Heute noch 9 Anreisen, morgen 5. Dann sind alle Plätze belegt. 32. Ja. Ne? Wir haben noch 2 Reserveplätze, also 34 Plätze. Aber die 2 wirklich als Reserve, wenn da tatsächlich einer Not am Mann, weiß ich, wo er hin soll. Diese Stammgäste bleiben fast 2 Wochen. Dann gleich machen wir dann einen Spaziergang mit dem Kleinen am Strand, oder? Ja, wir haben heute, glaube ich, Glück, dass wir keinen Regen haben oder nicht so viel. Schauen wir mal. Ja, muss man eine Phase wieder nutzen. Birgit Gräfenstein und Lars Schweigler aus Nordrhein-Westfalen beim Frühstück nach ihrer ersten Nacht im Hörnumer Dünental. Nur 100 Meter von der Nordsee entfernt. Danke. Ja, sehr stürmisch und viel Regen und sehr laut, das Meer. Man hat schon ein komisches Gefühl, wenn man so nah am Wasser steht, finde ich. Ein bisschen Angst, glaube ich, ja. Nein, ich habe immer so Szenarien im Kopf, so, wenn das Meer rüberkommt. Ja, es ist ja schon komisch, wenn man hier so nah steht, ne? Ist ja eigentlich nur die Düne dazwischen. Ich bin ja eigentlich oft hier im Sylt. Ist ja mein zweites Zuhause, sage ich immer. Aber ich finde, so im Winter hat Sylt auch so einen besonderen Reiz. Wir haben ja auch schon Tage gehabt, wo es frostig war, wo die Sonne rauskommt. Dann ist das wie, als wenn man im Skiurlaub oder Skifahren kann man hier nicht, aber wie im Winterurlaub, vom Klima her, von dem Erholungswert. Ne? Guten Morgen. Moin. Hallo, meine Herren. Hier ist der Platzwart. Wie geht euch das? Hallo, Dieter. Grüß dich. Habt ihr frohe Weihnachten gehabt? Ja. WLAN hat das Problem hier, weil es kommt jetzt irgendwie nicht mehr an. Es war vor euch, war das so anders gewesen? Oder auch nee, jetzt? Das mit dem WLAN, das kann sein. Wir hatten heute Nacht Gewitter. Ich werde jetzt hinten noch einmal kontrollieren. Was für ein Gewitter? Bei mir war kein Gewitter. Nee, aber hier über Nacht. Und wir haben dieses Jahr 3-mal gehabt, dass der Blitz hier eingeschlagen hat. Und deswegen... Weil ich hatte, als ich im Oktober hier alleine war, da habe ich die ganze Zeit von eurem WLAN gelebt. Wir machen das ja erst seit 2 Jahren. Und das Publikum, was jetzt kommt, ist meist auch schon im Sommer da. Genau, ja? Ist ja vorher schon ausgebucht. Ja, meistens, ne? Müssen wir auch machen. Es kommen wohl noch Gäste, die so spontan anreisen. Die kann ich dann zur Not noch mal irgendwo hinpacken. Aber es soll vermieden werden. WLAN ist wichtig. Filme schauen ist neben Spazierengehen und Essen eine der Hauptbeschäftigungen. Also auf den ersten Blick alles in Ordnung. Ich teste jetzt auf einmal mit meinem Handy das WLAN-Netz aus. Bestens. Ich habe schon nur einen Balken. Verbindung ist super. Ja, also ist hier nirgendwo ein Fehler drin. Dieter ist beim Tourismusservice Hörnum angestellt. Als Feuerwehrchef hat er immer ein Auge auf die Sicherheit der Camper. Der Wohnmobilstellplatz hier vorne, er liegt zwar etwas außerhalb des Windes, aber wenn er einmal rumdreht, nach Nordwesten oder nach Norden hin, dann kann sein, dass der Wind direkt in den Wohnmobilstellplatz reingeht. Und wenn die mit ihren Antennen und was nicht alles, was nicht richtig befestigt ist, dann kann das schon zerreißen. Wir hatten das bis jetzt 3-mal gehabt, in meiner Erinnerung als Feuerwehrmann, dass diese Düne komplett verschwunden gewesen ist. Also die hat sich aufgelöst bzw. weggespült worden. So lief das Wasser ungehindert in diese beiden Bereiche rein. Südwestwind Stärke 5. Das zieht neben vielen Gästen auch einige Einheimische an den Strand von Westerland. Zum Beispiel Jonas Raspe aus Morsum mit seinem Stand-up-Paddleboard. Sieht eigentlich ganz gut aus, gerade hier für das kleine, schaukelige Brett. Nee, besser als erwartet. Die Nordsee ist natürlich nicht der Atlantik, aber für Sylter Verhältnisse gut. Es ist schon voll, also der Trubel hier so, den wage ich jetzt nicht unbedingt so. Das ist quasi die Sommersaison komprimiert auf 4 Tage und im Grunde Ausnahmezustand. Schöner ist es dann wieder, wenn der Strand quasi leer ist. Aber im Wasser bin ich allein, das ist alles top. Auch der Winter ist die Zeit der Wellenreiter auf Sylt.
Als Stand-Up-Paddler ist Jonas hier der Exot. Naja, wir haben ja relativ viel Wind oft. Normal ist das eine Sache, die macht man eher bei Windstille, weil du da natürlich oben draufstehend da wie so ein großes Segel bist. Das macht es nicht einfach, trotzdem macht mir das hier Spaß. Von daher mache ich es. Wenn man am Tagesende 10 Wellen gesurft hat, ist das schon ganz gut oder sowas. Komme ich vielleicht noch drauf, mal sehen. Die kommenden Tage ist Unwetter angesagt. Heute ist vielleicht die letzte Gelegenheit für Wassersport. Boris Gottschalk vom Kite Club Sylt will versuchen, über den Wellen zu schweben, mit einem sogenannten Foil. Ja, es ist wenig Wind und eine halbe Stunde, spätestens Stunde kommt Regen. Die Brandung ist heute ganz ordentlich und ich habe ja das Foil. Das heißt, damit kann ich nicht hier vorne starten wie die normalen Kites, sondern damit muss ich erstmal so 50, besser noch 100 Meter raus. Und das heißt, ich muss mich erstmal rausziehen lassen. Allerdings auch der Wind steht auf den Strand. Das heißt, ich werde auf den Strand gedrückt vom Wind und von den Wellen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht bin ich draußen, vielleicht bin ich aber auch wegen der Strömung dann ein paar Kilometer weiter unten. Müssen wir mal schauen. Bei Boris klappt es heute gleich im ersten Anlauf. Die Bedingungen haben sich rumgesprochen auf der Insel, auch bei dem 13-jährigen Jonathan und seinem Bruder Noah, der 10 ist. Die Erwachsenen surfen in 7 mm dicken Winterneopren. Für Kinder gibt es nur deutlich dünnere Anzüge. An der einen Stelle hier 5 und an den Beinen so 4 mm. Ja. Wie lange hält man es aus? Wenn die Wellen gut sind und man wirklich Bock hat, letztens waren wir 2 Stunden drin. Irgendwie bei der Temperatur. Am 25. oder so. Genau. Also ich würde sagen, hier so paddeln wir raus, weil da, ja, vor ein Set könnten am besten. Und genau, da ist nämlich, also da, ja, kommt gerade ja keine Welle. Und dann nehmen wir die Welle da vorne. Ja. Genau. Los geht's. Erst vor 3 Monaten waren sie bei den deutschen Meisterschaften der Wellenreiter. Noah ist in seiner Altersklasse bis ins Halbfinale gesurft. Es ist leicht ablandiger Wind. Die Wellen, ja, sind eigentlich relativ gut. Nur sie gehen relativ schnell zu. Also man hat einen relativ kurzen Ride leider nur. Die Wellenreiterszene ist überschaubar auf Sylt. Die beiden Nachwuchssportler werden von erwachsenen Vereinskameraden vom Sylter Surfclub begleitet. Oh, go, Jonah, go, go, go! Go, 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 go! Woo. 4 Grad Wassertemperatur. Eine Dreiviertelstunde halten es die Brüder heute aus in der Nordsee. Nicht so gut. Also ich hab's nicht so erwartet, dass so doll rüberströmt. Man kann meistens gar nicht richtig surfen, weil die Welle sofort, ja, genau, zugeht. Ja. Ich hatte jetzt schon ein paar ganz okay Wellen. Bisschen mehr Sturm hat man natürlich schon im Winter, dann sind die Wellen vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen spannender. Heute hat es halbwegs gepasst. Wenn man dreimal draußen ist, danach geht's gut. Ja. Und das hat heute richtig Spaß gemacht. Natürlich, Sonne wäre noch schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Im Vereinsheim gibt's eine warme Dusche. Das Ding ist, bei der Kälte bekommt man bei jedem Duckdive, also bei jedem Mal, wo man mit dem Brett quasi unter der Welle durchtaucht, kriegt man so Gehirnfrost. Und das ist dann irgendwann, wenn man zu viele Wellen auf die Mütze bekommt, ist das dann irgendwann auch nicht mehr angenehm. Kalte Hochsaison auf Sylt. Die Einheimischen sind zurück auf der Insel, kümmern sich um die winterliche Touristenflut. 16.000 Gäste mehr als noch im Vormonat. Fast alle Unterkünfte ausgebucht. Viele Wohnmobilisten kommen mit der Fähre über die dänische Insel Römmen auf den Stellplatz nach Hörnum.
700 Kilometer Anreise aus Nordrhein-Westfalen haben Peggy und Reinhard Kratz hinter sich. Ach, guck mal, hier ist hier sind die. Ach, da haben sie schon alles hinterlegt. So, wo sind wir denn? Familie. Da sind wir. Ja, perfekt. Also, jetzt machen wir noch mal ein Foto vom WLAN-Passwort. Ja, hat direkt richtig geschüttet, aber jetzt hat es wieder aufgeklärt. Jetzt geht's wieder. Reinhard bevorzugt den warmen Süden. Peggy war schon mal auf Sylt, musste ihn erst überreden. Welches Kabel nimmst du jetzt? Das Richtige. Das Kurze. Wir waren schon fast 3,5 Wochen im August in der Bretagne und in der Normandie. Also das ist kein Test mehr. Das ist von den Temperaturen her vielleicht. Braucht du man frierst, jetzt hier einen Schlüssel? Du frierst haben mehr, wir einen Schlüssel oder? Gekriegt? Ja, du musst ja in den Umschlag gucken. Warte, wir da gucken war mal. Kein Schlüssel drin, meine ich. Was ist da noch? Hä? Moment. Hallo. Ich bin vorhin genauso. Ja, und? Wir sind nach oben und dann nach rechts. Nach oben und rechts? Ja. Anders, das andere rechts. Bitte? Das andere rechts. Wie das andere rechts? Hier ist rechts. Ach so. Ach, so, ich wollte das so, ja. Perfekt, ja, danke schön. Man danke. Muss es nur wissen, ne? Danke. Die Camper sind ja immer freundlich und hilfsbereit. So. Was machst denn du jetzt? Schuhe aus? Ja, die sehe ich aus. Also, ich mach das jetzt nicht. Ich zieh mal Schuhe aus. Na, du machst das immer. Guck jetzt mal. Funktioniert denn jetzt das Licht? Das beste Wasser von zu Hause mitgebracht, genau. Gefiltert. Genau. Heizung werden wir hier schon brauchen, ja. Anders wie im Sommer. Also, aber sind wir auch gut ausgestattet. Wir können mit Gas heizen und mit Strom heizen und beides auch kombinieren, wenn es richtig Frost ist, ne, wenn da richtige Minustemperaturen wären. So. Der Wind soll auffrischen. Für die Nacht sind Böen bis zu 6 Windstärken vorhergesagt. Dauerregen und 3 Grad Außentemperatur. So. Ja, auf einen schönen Urlaub. Ja. Ne? Auf Sylt. Da fühlt man sich erst richtig wohl, wenn es so richtig regnet und stürmt und man hat es schön warm und hat einen sicheren Platz, das passt schon. Am nächsten Morgen in Hörnum, eine Stunde vor Sonnenaufgang. Noch vor ihrer Arbeit absolviert Wilma Knut ihr tägliches Programm. Ich mache meine Runde 5 Kilometer und ja, zwischendurch rein und dann nach Hause frühstücken, arbeiten. Damit sie nicht nass werden. Der Oststrand an der Wattenmeerseite. 6 Grad hat die Luft heute früh, die Nordsee 5 Grad. Ja, mal weg geht. Das ist Kaffee mit Öl. Also Kaffeesatz mit Öl. Und dann mache ich ein bisschen Sand rein und dann reibe ich mich immer damit ein. Das haben schon einige Gäste nachgemacht, die mal morgens hier sind und das gesehen haben. Habe ich von einer Freundin. Also, das ist gutes Peeling für die Haut, weil wir nicht mehr eincremen und so. Das ist richtig schön. Wilma badet immer, an jedem Tag im Jahr. Mindestens 30 Schwimmzüge. Einfach herrlich, herrliches Gefühl. Also ich habe das dieses Jahr schon 600 und noch was gemacht. Das höchste war über 730, glaube ich. Ja, im Sommer mache ich es 3-4 Mal am Tag und ja, im Winter einmal, manchmal vielleicht ein schönes auch mal zwischendurch mal, aber ja, und tschüss. Im Norden der Insel in List, kurz vor Sonnenaufgang.
Heute, ausgerechnet am ersten Öffnungstag von Maurice Morels Suppenwagen, seit langem Unwetterwarnung. Ich bin ja geschützt hier und die Leute lieben das, wenn es stürmt. Nieselregen und Sturm ist die beste Garantie für guten Abverkauf. Ist total verrückt. Leute sitzen draußen, auch im Regen. Großfamilien kommen, sammeln sich, wollen genau das haben. Draußen was genießen, so eingemummelt hier sitzen. Das ist einfach, das ist eben auch Sylt, ne? Wir lieben das. Schon jetzt Windstärke 6. Und es soll noch weiter auffrischen bis zur Öffnung in 4 Stunden. Ich habe eine Heizung hier drin für Notfälle, ne? Weil es zieht ja ziemlich durch. Und morgens du, da hast du dann 2-3 Grad. Das ist doch nicht so lustig. Es wird hell, ne? Die Wasserversorgung für seinen kleinen Suppenwagen eingefroren. Jeder Liter muss im Kanister hergeschleppt werden. Voll gestockt, also praktisch eingefroren, dieses Olivenöl. Dann muss ich das schön mit den Händen erwärmen, damit es überhaupt hier aus der Flasche kommt. Noch eine Stunde bis zur Öffnung. Der Wind nimmt immer weiter zu. Safety first, das ist jetzt die Zeit, wo die starken Orkane kommen. Wir haben auch schon einige hinter uns, aber die hauen wir die Bude weg. Die hebt dann ab, ein paar Zentimeter reicht schon. Ostwind ist gefährlicher eigentlich als Westwind hier, aber ja, dieser Druck ist enorm. Ne? Hält doch. Orkan kann kommen. Ganz im Süden, in Hörnum, haben auch die Neuankömmlinge jetzt ihre erste Nacht hinter sich. Heute Nacht hat es ganz schön gestürmt. Ja, ich war ganz schön wach zwischendurch immer. Ja. Du auch? Ja, hast du gar nicht mitgekriegt. Ich musste ja heute Nacht mal kurz raus, weil der Strom mal kurz weg war. Ja, ich habe mich gewundert, dass doch so viel Wind war. Ne? Also, hat schon kräftig geblasen teilweise. Ja. Weil wir sind also ja auch wach geworden dadurch. Ne? Das Auto hat schon gewackelt. Ab und zu auch mal gewackelt. Ne? Am Freitag soll es noch ein bisschen mehr werden. Da haben sie Windböen bis 80 km/h gemeldet. Und gestern bis 70. Und ist das jetzt für dich schlimm? Ja, ist ein bisschen mehr. Wackelt das Auto noch ein bisschen mehr? Musste durch. Ja, genau. Du bist ja sowieso eine Frostbeule. Der Stellplatz füllt sich. Heute sollen noch mal 5 Wohnmobile kommen. Wilma, hast du eine Karte gefunden? Nee. Gestern haben wir Karte verloren. Du? Nee, gestern haben wir Karte verloren. Ja, ich habe keine gefunden. Noch nicht. Winterbaderin Wilma arbeitet hier. Wenn du dir das erfinden tust, einmal kurz vorhalten, dann kannst du den Namen einmal auslesen. Kannst du mir mal Bescheid sagen. Das Schöne ist, kann sein, dass ich noch mal reinhüpfe, aber also wenn die Sonne scheint und so noch. Ja. Kann sein, aber mal gucken. So, okay. So, okay. So, gut. Die Gäste kommen nicht, sind krank oder das Auto ist kaputt. Das sind noch 30 E-Mails, die beantwortet werden müssen. Die warten alle, ob was frei wird oder nicht. Das geht rucki-zucki jetzt wieder. Der Platz ist einer von nur 3 auf der Insel, die zum Jahreswechsel für Camper geöffnet haben. Ja moin, die da. Na, ihr drei? Na, wir drei, ja. Wollt ihr jetzt euren Rundgang machen? Wir werden jetzt in den Sturm abtauchen. Wir wünschen euch, ne? Ja. Einen schönen windigen Tag. Bis bald. Ja. Tote Möwe. Dieter wollte die wegräumen. Sollte ich Bescheid sagen. Komm. Im Winter sterben auch immer wieder Wasservögel an der Vogelgrippe. Oh. Ja, jetzt geht es so langsam wieder los. Es geht auf den Winter. Ach. Und da kommen etliche Möwen zusammen.
dieses Jahr, muss ich noch sagen, geht es noch. Und warum sterben die einfach? Weil die einfach sterben? Alt, Vogelgrippe entkräftet. Letztes Jahr hatte ich alleine mit meinem Kollegen 1300 Stück. Sein Rat? Hunde von toten und kranken Vögeln fernhalten, die Fundstelle der Gemeinde oder Polizei melden. Ich habe Gott sei Dank wasserdichte Schuhe an. Komm her. Einmal durchatmen, die Luft ist wie Sekt. Und wenn man zu Hause ist, dann hat man immer hinterher noch so ein Gefühl, so, dass man irgendwo auf so einem, weiß ich nicht, wie nennt man das, Verjüngungskur. Man hat so eine Kraft irgendwie in, oder? Einmal rund um die Hörnum Odde, den südlichsten Zipfel der Insel Sylt. Eine Dreiviertelstunde Fußmarsch bis zur Einkaufsstraße und zum heißen Eierpunsch. Ja. Frierst du nicht, wenn du da so mit deinem... Ich bin echte Norddeutsche. Ja, ja, ja. Aber schmeckt mir. Danke. Auf unseren Urlaub. Genau. Mm. Oh. Boah, der kühlt gar nicht ab, der ist immer noch so heiß. Wahnsinn. Du in zwei, dann wollen wir doch mal. Juniorchefin Merle Mathiesen war im November im Urlaub, wie so viele Einheimische. Frisch geworden, wo die Sonne weg ist, nicht wahr? Ja, definitiv. Also wenn das windig ist, dann bewegt er sich auch. Reservierungen zum Abendessen kann sie nicht mehr annehmen. Alles ausgebucht bis Anfang Januar. Wir haben viele, die jetzt gerade nach den zwei Jahren Corona, wo sie es nicht auf die Insel geschafft haben oder nicht durften, die jetzt die Insel neu entdeckt haben. Und wenn dann im letzten Sommerurlaub und jetzt einfach mal die Insel im Winterzauber erleben wollten. Ja. Tschüss, ihr drei. Ab dem 9. Januar ist hier Pause. Dann versinkt Sylt wieder im Winterschlaf. Bis zum Biekebrennen Mitte Februar. In den Dünen von List, oben im Norden der Insel. Bei Sturmböen bis Windstärke 9 ist Bo Jansen ziemlich alleine am Strand. Perfekt, das ist echt. Das ist Sylt, so wie man es kennt. Ja, stürmisch, windig, nass. Und so wie es wahrscheinlich auch viele lieben. Früher hat er auf der Insel in der Gastronomie gearbeitet. Seit 11 Jahren sammelt er Strandgut. Ich fand das Holz am Strand immer schön. Da lag noch wesentlich mehr damals. Und das habe ich dann mitgenommen. Und nach habe ich dann mehr gebaut. Und für Freunde meistens. Und die wollten immer mehr. Und so wurde das zu meinem Beruf, zu meiner Passion. Im Sommer ist ihm der Strand zu voll. Die Konkurrenz um die besten Stücke zu groß. Ach. Na, da hat sich doch was versteckt. Der Aufwand ist sehr groß. Ja, der Ertrag, ja, manchmal nicht so geschätzt, wie es eigentlich sein müsste. Aber hier, das ist ein tolles Stück. Und ich weiß natürlich noch nicht, was das jetzt hier für ein Holz ist. Könnte Hartholz sein, Eiche oder so. Und ja, das lässt sich dann gut in eine Tür einbauen, ne? Zum Beispiel. Das ist toll. Daraus lässt sich einiges machen. Wollen wir mal reinmachen da, ne? Ja. Heute hat Bo nach einer Stunde genug gesammelt. Bei größeren Fundstücken hilft ihm der Seehundjäger mit seinem Pickup-Truck. Die stellt er draußen vor seinem Laden in List zur Schau. Drinnen muss das frische Treibholz erstmal getrocknet werden. Je nach Feuchtigkeit und Holzart manchmal bis zu ein Jahr lang. Ich kann nichts liegen lassen, weil ich wie ein Messi bin. Ich muss das mitnehmen. Ich sehe irgendwie immer irgendwas da drin. Und mal ist es mehr, mal habe ich auch gar nichts. Also ein kleines Stück vielleicht. Das hat sich dann nicht gelohnt, den Rucksack aufzusetzen. Aber desto größer die Freude, wenn man was Schönes findet und was Schönes daraus wird.
Deko, Möbel oder Kunstobjekt, jedes Stück ist ein Unikat und bekommt das Firmenlogo eingebrannt. Bos neueste Idee? Ganze Haustüren aus Sylter Treibholz. Zur kalten Hochsaison zwischen den Jahren hat sein Laden täglich geöffnet. Nach den Winterferien nur noch an einem Tag in der Woche. Direkt nebenan bereitet Maurice Morel seit Sonnenaufgang seine Suppen vor. Schon eine halbe Stunde vor Öffnung warten die ersten Kunden. Jupp, fast fertig. Ich schütte jetzt um und ziehe mir gleich auch meine Schürze an. Morgen! Hallo, moin! Na, was darf sein? Einmal für meine Tante die Linsensuppe eine Portion. Ja. Und ich, weil die einfach so gigantisch ist, die Kartoffel-Möhren-Kokos-Cremesuppe. Sehr gerne. Schön, dass du heute wieder aufhast. Ja, war ja ein bisschen erkältet, du. Oh. Mhm. Aber ist alles wieder in Ordnung. Das ist gut. Hier ist bekannt, dass die Suppen immer total schnell weg sind. Und habe ich gesagt, jetzt auf jeden Fall, weil wir haben Lust auf Fisch. Und die Tante sagt, ah nee, ich lieber was anderes. Und ich so, oh, der Suppenkönig hat auf. Und dann mussten wir warten, weil er erst um 12 Uhr aufmacht. Frohes Schaffen heute. Danke. Ciao. Nee, tschüss. Oh, dein Brot. Einmal Klopf bitte, Suppe da. Ich mag einfach die Natur. Und jetzt ist es so ruppig und vor mit einer warmen Suppe. Besser kann es doch gar nicht laufen. Nach einer halben Stunde sind schon 10 Suppenportionen verkauft. Und das trotz Unwetterwarnung. Die haben was vergessen, fast schon. Also ein paar Tage Mallorca wäre nicht schlecht. Es ist deutlich wärmer dort, ne? Doch das klappt für ihn erst nach der Bieke im Februar. Winter, Wellen, Wohnmobile. Bis zum Ende der Hauptsaison am 7. Januar bleiben Birgit und Lars in Hörnum. Die gute Mischung kommt noch, genau. Der Rum fehlt noch. Aber den muss man hinterher reintun, sonst geht der schöne Alkohol verloren, wenn wir das so heiß machen. Ich spüle den mal einmal durch. Wir gehen noch mal gucken, was das Meer macht. Immer wieder neu. Ist egal, wie oft man hier runterkommt. Ist immer wieder erhaben. Wahnsinn. Jetzt müssen wir erstmal was Warmes. Du Kleine, der Rest ist für dich. Lecker! Lumumba, also heißen Lumumba. Ist ja normalerweise mit kaltem Kakao, ne? Oh ja. Oh ja, kommt gut, ne? Doch, ja. Es hat was hier im Winter, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass der Wind manchmal ein bisschen nervt, ne? Aber der gehört halt dazu, ne? Wir sind an der Nordsee. Ich möchte gerne mal mindestens 3 Monate an einem Stück hier bleiben. Und ich weiß nicht ab wann, ob ich wirklich schon ab Bieke hier bleiben soll oder erst März, April, Mai. Ja. Das ist einfach nicht nur eine Insel, Sylt. Sylt ist einfach ein Gefühl, ne? Ein Lebensgefühl, würde ich sagen.